Wealth Management Podcast. Herzlich willkommen zum ZHW Wealth Management Podcast, heute aus der Berner Altstadt. Wir sind bei der Privatbank von Grafer jetzt Gast. Bei mir der Herr Simon Wyss, mit wem darf ich heute reden? Ja, grüß Herr Künzler. Herzlich willkommen zuerst mal, dass ihr da bei uns seid. Mein Name ist Simon Wyss. Ich bin seit 17 Jahren jetzt bei der Privatbank von Grafer. Ich habe unterschiedliche Rollen gehabt jetzt in dieser Zeit, habe unterschiedliche Aufgaben dürfen wahrnehmen. Ich bin seit jetzt den 3 Jahren bin ich der CEO von der Privatbank von Grafer und habe vorher vor allem als CIO gearbeitet. In den Anlagen bin ich tätig gewesen. Privat bin ich Vater von 2 Kindern, verheiratet. Wir wohnen hier in Bollingen, das ist ein Vorort von Bern. Und von der Ausbildung her bin ich Betriebsökonom FH. Ich habe nachher noch eine Spezialistenausbildung gemacht im Finanzanalysebereich. Und habe insgesamt 4 Jahre von meiner Berufszeit, bevor ich zurück auf Bern bekomme, in Zürich verbracht. Ah, sehr schön, das freut mich natürlich. Die Privatbank von Grafer ist vielleicht nicht für jede und jeden so ein Begriff. Was sind Sie für eine Bank? Für was stehen Sie? Was ziehen Sie für Kunden an? Wie kann man sich die Bank vorstellen? Ja, wir sind ein spezialisierter Vermögensverwalter. Wir machen, ja, für ich sage nur eine Vermögensverwaltung, also wir haben ein fokussiertes Geschäftsmodell, sehr wichtig bei uns auch die Eigentümerschaft. Wir sind Privatbank im Familienbesitz. Also wir gehören zu 100% der gleichnamigen Familie von Grafer. Und auch dort wichtig eben, wir haben 3 Aktionärinnen. Also wir sind fest in Frauenhang, die das Geschäft auch langfristig und umsichtig führt. Vielleicht auch noch ein wichtiger Teil, wir sind als Privatbank eingebettet in die Fondsgraferie-Gruppe. Das ist sicher auch ein wichtiger Teil von unserer Differenzierung, von unserem Geschäftsmodell. Also unsere Schwestergesellschaften sind im Bereich Immobilien, Treuhand und Recht, Notariat tätig. Und da gibt es häufig zahlreiche Synergien, die wir wahrnehmen können, dass Kunden eben in verschiedenen Bereichen tätig sind. Also dass wir für Kunden in verschiedenen Bereichen tätig sein können. Ja. Jetzt ist ja das so ein ehrfurchtseinflößender Nachname. Vielleicht ich als leicht ignoranter Zürcher hätte mir da vorgestellt, dass, weißt, das ist etwas für blaublütige Bernburger, ein Family Office für die Superreichen und das als normalsterbliche Private Banking Kunden, wo man da nicht anklopfen kann, ist das ein falsches Vorurteil in dem Fall? Ja, es ist ein falsches, aber ich kann euch beruhigen, es geht nicht nur zu Zürcher so. Es geht ja aus unserer Sicht leider auch ein bisschen den Berner so, wobei wir arbeiten natürlich dran und das ist auch klar unsere Positionierung, unser Bekenntnis, dass wir für alle offen sein wollen. Also es gibt wirklich mittlerweile auch Anlagenlösungen, wo wirklich von null an starten kann. Dort erzähle ich immer das Beispiel von unseren Kindern. Also Aktien sparen ist natürlich auch langfristig sehr etwas erfolgsversprechend mit dem langen Anlagehorizont. Und dort haben wir wirklich auch Lösungen, wo wir wirklich auch den Jungen oder eben den Starter zur Verfügung stellen können. Und für uns ist das wichtig, weil wir eben keine Universalbank sein, dass wir schon früh den Zugang zu der nächsten Generation auch haben. Und insofern sind wir offen für alle, was die Vermögensverwaltung anbelangt. Jawohl. Jetzt, ich weiß nicht, ob man fragen nach dem idealen Kunden, aber was sind das für Kunden, die man zu ihnen finden? Es gibt ja Haufen Konkurrenz und ganz viele Privatbanken. Wer kommt von Grafer und aus welchen Gründen? Ja, wichtig ist schon das Persönliche. Also unsere Differenzierung ist wirklich das Persönliche, der persönliche Ansprechperson und auch der Beratungsbedarf. Also, wenn jetzt jemand will, ein bisschen börseln, ein bisschen traden, dann sind wir sicher die Falschen. Da gibt es andere Anbieter, die das viel besser können. Aber sobald ein Beratungsbedarf eben gefragt ist, und das hat heutzutage fast alle Beratungsbedarf im Vermögensverwaltungsbereich in dieser, ja, doch recht anspruchsvoll in diesem Umfeld und in diesem Dschungel Finanzprodukt, ist es wichtig, dass man wirklich auch die Beratung hat. Und dann auch die Individualität, das ist sicher auch sehr etwas Wichtiges, dass man auch individuell auf Bedürfnisse eingehen kann und nicht in dem Sinne einfach Lösungen ab der Stange hat. Ja. Haben Sie da etwas gespürt von diesen ganzen Wirrungen und Krisen das letzte Jahr am Zürich Paradeplatz oder so ein bisschen, eine Gegenbewegung, dass die Leute vermehrt also etwas suchen? Ja, also das ist sicher ein Prozess, der jetzt zu Gerechtem in Gang gegangen ist oder sich jetzt so beschleunigt. Und ja, die Kunden sind sicher verunsichert, auch was auf den Finanzmärkten passiert und auch, halt auch von den Banken, von den Entwicklungen bei den Banken her. Und dort haben wir jetzt wirklich auch recht viel sind wir zusätzlich ins Gespräch gekommen. Und es aber schon auch, man muss festhalten, eine Bankbeziehung wechselt man nicht von heute auf morgen. Also man hat
recht viel Geduld. Es manchmal erstaunt es uns ein bisschen, ja, was man alles mal erleiden, bis man dann wirklich mal die Bank wechselt. Und für uns ist auch wichtig, dass man den Kontakt hat, dass man ins Gespräch kommt. Und dann kann man dann, ja, früher oder später auch neue Kunden begrüßen. Ja, aber das hört man schon oft. Ja. Dass immer der Schmerzpunkt vom Kunden muss recht hoch sein, bis er dann den Schritt macht. Ja, das ist definitiv so. Ja. Ja. Jetzt haben Sie in unserer ZHW Wealth Management Studie da oben ausgeschwungen. Hat uns auch sehr gefreut, dass kleine Bank ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Und gerade in mehreren Kategorien. Wo ja zum Teil kann man sagen, wie wir gegeneinander spielen. Also das ist nicht einfach, dass in so vielen gut sind, da ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Was uns noch erstaunt hat, effizient sind sie so gut gewesen. Wo ich jetzt denke, für eine kleine Bank, ob sie dann einen Skalennachteil haben oder wie schaffen sie da so effizient unterwegs zu sein als kleines Institut? Ja, was dort wichtig ist, halt da ausgehend von der Strategie, ist wirklich die Fokussierung vom Geschäftsmodell her, dass man sich genau bewusst ist, was macht man, wo ist man stark und was macht man schlichtweg nicht. Also wir sind beispielsweise nicht im Kreditgeschäft tätig, wir sind auch nicht im Hypothekargeschäft tätig und das erleichtert die Spezialisierung, die Fokussierung erleichtert natürlich auch, dass man effizient oder stellt sicher, dass man effizient bleiben kann und auch effizient werden kann. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist, wir haben eine recht tiefe Fluktuation auf den Mitarbeitenden. Also auch dort, ja, wenn wir sehen, wenn neue Leute anfangen, das ist jetzt vor allem auch aus dem Wachstum heraus, dass wir neue Rekrutierungen machen können, dann sieht man einfach auch, dass der Aufwand gross ist. Und bis die Leute dann auf der Flughöhe sind, das sind bei uns alles Fachspezialisten und das dauert doch seine Zeit. Und wenn ich mir dann vorstelle, höhere Fluktuationen zu haben, dann ist das sicher eine Effizienz abträglich und wirkt sich dann nachher auch negativ aus. Ja. Und ja, auch das Kostenmanagement ist natürlich wichtig. Ich bin der Meinung, wir haben wirklich eine gute Kostenkultur. Dort sind ja die einzelnen Mitarbeitenden, die auch kostenbewusst sind. Und man geht dort sehr sorgfältig damit um, weil man eben weiss, dass das eine wichtige Komponente ist, schlussendlich vom Unternehmenserfolg. Ja. Und gleich ist es ja nicht mehr das gleiche Private Banking, ich sage mal vor 20 Jahren vor der Finanzkrise. Man sagt ja heute einfach, also der Grundsockel an Kosten ist ja sehr hoch geworden. Das Betreiben von einer Bank und das Führen von einer Banklizenz heutzutage. Es sollte ja eskalierbar sein, das Geschäft. Also da würde Ihnen mehr Volumen wahrscheinlich auch helfen. Ja, absolut. Also ja. Dort ist das Credo kontrolliertes Wachstum. Es gibt natürlich dann schon ein bisschen, wie du es gesagt hast, das Spannungsfeld zwischen Effizienz und Wachstum. Und dann müssen wir auch kontrolliert wachsen und auch wirklich in unserem Kerngeschäft wachsen und das auch sorgfältig weiterentwickeln und wirklich auch uns dieser Nische, dieser Spezialisierung wirklich auch bewusst sein. Und dann gelingt es uns dort schon, das im Gleichgewicht, in der Balance zu behalten. Ja. Ein grosses Thema, wenn ich mit Privatbanken rede, ist also in vielen Industrien, aber auch bei uns ist ja Digitalisierung. Digital Private Banking, Digital Wealth Management, Hybrid Advice, also die Schlagwörter. Wie geht ein Institut, wie fotografiert mit dem um? Gerade wenn Sie sagen, Kunden suchen da das Persönliche, die Beratung, so der Schritt eben zwischen Tradition und Transformation, Moderne. Wie meistern Sie den Spagat? Ja, der Touchpoint, Neudeutsch, ist immer persönlich. Also das findet wirklich auch in der Regel in unserem Besprechungszimmer statt. Das ist auch ein bisschen die Erfahrung, dass wir relativ selten eben zum Beispiel Teamsbesprechungen haben, das ist wirklich das Persönliche und das ist ein Vertrauensgeschäft und das ist ein Beraterin aus Fleisch und Blut, wo man dann eben auch die Kontinuität hat, wo auch die Kundengeschichte kennt und so eben Hybrid Advice kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil man hat eine Ansprechperson idealerweise, wo auch die persönliche Umstände kennt und so kann man dann auch am besten beraten. Und für uns ist Digitalisierung dann vor allem auch intern, also dass wir dort auch in den Prozessen digital behalten. Das hat damit auch zu tun, dass wir mittlerweile wirklich ortsunabhängig arbeiten. Ja. Ein Berater sollte nicht im Büro sein, der ist eigentlich im Sitzungszimmer oder unterwegs zur Kundschaft. Und dort können wir sehr gut und unabhängig arbeiten, also wir sind mittlerweile papierlos von den Prozessen her, was es intern anbelangt. Wir haben sehr vieles so vereinfacht, also auch im Umgang mit den Kunden
Onboarding, Kontoeröffnung ist mit einer Unterschrift möglich bei einem Privatkunden. Und dort sind wir Vorreiter, wenn wir mit Berufskollegen reden, was da sonst noch so an Fragebögen etc. daherkommt. Das können wir alles im Dialog, im Gespräch mit den Kunden abdecken. Und ja, insgesamt für euch auch so einen Anhaltspunkt geben, 1300 Kunden. Also das ist wirklich eine überschaubare Grösse. Das wächst eben kontrolliert und so können wir so sicherstellen, dass jeder Kunde, jede Kundin einen persönlichen Ansprechpartner hat. Ja, und sie wahrscheinlich alle gleich digital affin von diesen 1300. Das ist mehr so die digitale Unterstützung vom Kundenberater für sein persönliches Geschäft. Ja, also das ist extrem wichtig. Wenn man jedes Mal ins Büro kommt, eine Unterschrift zu leisten, dann ist das sehr ineffizient. Aber wenn man das mit einem digitalen Visum umfangen wäre ich jetzt empfänglich als Kunde für so etwas. Ja, gut. Die Kunden tun schon mal ja auch regelmäßig selber umschreiben, aber einfach unter uns, dass wir dort effektiv können die internen Visum geben, wenn es eine Bewilligung braucht oder was auch immer, dass wir nicht jedes Mal vor Ort muss sein. Jetzt gerade in dem Zusammenhang, richtig abgehoben hat im Moment das Thema künstliche Intelligenz, AI ist so das richtig zum Passwort geworden. Mhm. Wie sehen Sie das Potenzial für Ihr Geschäft? Auch wieder so eben persönlich, der Kunde wird ja wahrscheinlich nicht mit ChatGPT reden, sondern eben mit seiner Beraterin, seinem Berater. Kann man das, ist die Kundschaft offen für so etwas? Ja, das wird sich entwickeln, das werden wir sehen. Ja. Und so wie wir natürlich positioniert sind, ist das ein Widerspruch, dass man sagt, ja, ihr könnt jetzt da mit dem Chatbot reden und der gibt euch dann eine individuelle Lösung. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber eben, man muss auch offen sein, wie sich das Ganze entwickelt. Das KI, die Entwicklungen sind sehr schnell gekommen, habe ich den Eindruck. Also es ist so ein bisschen wie ein Zapfen, der irgendwo weggeht. Und wir verfolgen das natürlich. Nicht zuletzt auch, was man in dem beobachtet, dass der Finanzmarkt läuft, und da sehen wir natürlich die einzelnen Aktien, die dort auch abgehoben sind. Ja. Und dort versuchen wir natürlich auch wieder bei uns intern können zu profitieren. Also vielleicht ein, zwei Beispiele. Wir schreiben natürlich wie viele andere Organisationen, wir schreiben relativ viele Texte. Und wenn man ChatGPT fragt, so wie wir jetzt das auch erklärt haben, dann kommt recht ein guter Text mal raus. Das ist mal eine Basis. Also wir fangen nicht auf einem leeren Blatt Papier an, sondern wir haben mal eine gute Basis. Und dann müssen wir dort in die individuelle Note reinbringen. Und dort ist ein Effizienzgewinn. Wir tun auch recht viel programmieren, halt auch aus dieser Individualität raus. Und dort ist es so, die Programme gehen, die sind natürlich viel schneller verfügbar, wenn man das eben über ChatGPT machen kann, also wenn man wirklich muss als Programmierer das sich mühsam zusammensuchen. Und auch das ist wieder ein Effizienzgewinn, wenn wir eine Prozedur haben, für einen gewissen Arbeitsablauf oder für ein gewisses Kundendokument vorzubereiten, sind wir dort auch wieder effizienter. Und wir sind natürlich offen dort für die ganze Entwicklung, es ist hochspannend, was sich dort alles tut. Es gibt viele Chancen, es gibt natürlich auch Risiken. Risiken, Gefahr, genau. Ja. Jetzt einander haben Sie vorhin gesagt, abgehoben an den Märkten. Das zweite Thema, das ja wirklich explodiert ist, wieder und nach vielen Hochs und Tiefs, sind Kryptowährungen. Ich glaube, Bitcoin plus minus 60% year to date. Also ist der Krypto-Winter scheint vorbei. Wie stehen Sie dem Thema Kryptowährungen, Kryptoassets, Kryptotrading gegenüber? Ist das ein Thema bei Ihren Kunden? Ja, also selber ist man kritisch interessiert, weil eben, ich komme aus den Finanzmärkten, das fasziniert mich, seit ich eine Lehre habe gemacht mal. Und wenn natürlich eine Anlagekategorie dermaßen abhebt, wie das passiert ist, dann kann man sie nicht ignorieren. Und das war für uns auch ein Auslöser gewesen, indem man gesagt hat, es geht nicht mehr weg. Das ist, glaube ich, mittlerweile recht verankert. Also man kann sich nicht vorstellen, dass das einfach wieder verschwindet. Die Postfinanz in Bern beispielsweise, ja. Ja, es bleibt. Und nachher ist für mich ein wichtiger Aspekt, dass wir wirklich auf den Markt hören. Also das sind mal Kunden. Und durch das, dass wir eben wirklich persönlich unterwegs sind, dass wir zum Teil wirklich auch, die Kunden auch recht häufig sehen und je nachdem auch privat austauscht, dann spürt man so ein bisschen den Puls. Und dann merkt man dann, Krypto ist ein Thema. Und dann kann man sich dem nicht verschließen und sagen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das zum Teil. Und man kann es nicht negieren, sondern man muss es irgendwo ernst nehmen, zur Kenntnis nehmen. Und man muss dann den Kunden können
eine Lösung anbieten, die er hat. Und wir müssen auch eine Risikoaufklärung machen, natürlich. Und die gibt es, die Lösung? Oder wenn jetzt ein Kunde heute rein möchte, Bitcoin ja, handeln? Ja, also wir haben genau aus dieser Konstellation aus 2022, ist natürlich ja klassisch, was ja, oben ist, gesehen, oder? Ist das ein riesiges Thema gewesen. Und wir haben nachher gemerkt, dass wir das dass das Bedürfnis da ist und wir haben gemerkt, dass einzelne Beratende dann wirklich so ein separate Lösungen haben gemacht und gesagt, also gut, wir machen ein Vermögensverwaltungsmandat, das ist mit ETPs, mit Exchange Traded Products, ja, wo wir effektiv Vermögensverwaltung Krypto anbieten können. Und das ist jetzt ein bisschen Glück, wir haben bei uns im Asset Management der ein oder andere Portfolio-Manager, der sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, auch ein bisschen aus als Hobby, sage ich mal, und das ist ja dann ganz anders, weg von der herkömmlichen Finanzanalyse. Die Informationen, die laufen dann auf Telegram oder auf X und dort tut man sich dann auch austauschen und von diesem Know-how profitieren, haben wir jetzt profitiert als Bank und wir haben das Produkt dann innerhalb von 3-4 Monaten lanciert gehabt. Okay, ja, und wahrscheinlich auch mit überschaubaren Risiken für das Institut, für die Bank selber, dass ja, sie eine Lösung haben. Das haben wir im Griff. Ja, das haben wir im Griff mit der Risikoaufklärung. Und das ist noch interessant, die Kunden haben dann so ein bisschen sehr zurückhaltend gefragt. Sie haben sich fast nicht dafür gehabt und haben dann gesagt, ja, ich weiss, dass ich alles verlieren kann. Und das ist schon mal eine gute Ausgangslage, oder? Dass man sich so mit dem auseinandergesetzt hat und dann muss man dann wirklich das Gespräch suchen und die Aufklärung machen. Dann kommt es natürlich darauf an, mit einem grossen Anteil vom Gesamtvermögen, dass man das macht. Ja. Oder wenn das weniger als ein Prozent ist, sage ich mal, dann soll man das machen. Und wenn wir das nicht anbieten, dann gehen sie an einen anderen Ort her. Und das wollen wir nicht. Das ja. Gibt es den typischen Krypto-Anleger bin? Oder was sind das für Kundenprofile, die das machen? Oder kann man das so nicht sagen? Ja, das sind schon junge. Jüngere? Wo, ja, jüngere. Eben die Erbengeneration, die sich mit dem auseinandersetzen, die das spannend finden, die sich vielleicht auch in diesen Kanälen bewegen und dann auch dort auch Fragen haben. Und dort können wir jetzt das wirklich kompetent beantworten mit einer guten Lösung aufwarten und das anbieten. Ja, spannend. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt im Krypto-Bereich. Wir betreuen recht viele Non-Profit-Organisationen, die ja, mit der Verwaltungsnähe in Bern, wo auf dem Mal können wir jetzt hier Spenden bekommen in Krypto. Oh, ja. Und das ist genau das, was ich eben sage, was uns bestätigt hat, es geht nicht mehr weg und es braucht das Know-how. Und die sind dann extrem dankbar gewesen, dass wir ihnen die Erklärungen können liefern und dort auch können, ja, sie beraten, außerhalb von unserem klassischen Feld. Und dort haben wir wirklich einen Mehrwert schaffen als Zusatznutzen. Jawohl, ja, das ähnliche Geschichte, die ich von Zürcher Privatbank gehört. Ja. Interessant. Jetzt also, einfach den Schritt zurück machen, so die Grosswetterlage, Grossweltlage, ist ja im Moment eine verrückte Welt rundherum, Krieg, Inflation, Verunsicherung, ja, irgendwie ein Szenario, das man sich vor kurzem nicht hätte vorstellen können. Ja. Ist das grundsätzlich, ist das eine gute Zeit, Schweizer Private Banker zu sein? Wie reagieren Kunden? Ist Verunsicherung da oder spüren sie etwas in ihrem Geschäft? Ja, also klar, man spürt es. Ja. Für mich persönlich sind es immer spannende Zeiten, wenn man Finanzmärkte faszinieren und das spannt auch wieder ja, den Bogen auf Kundenseite. Auch der braucht es wirklich den persönlichen Kontakt und da ist man dann manchmal schon Psychologe. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt in der Polykrise drin sind, dass sich die Krisen sehr schnell abgelöst haben, zum Teil einen Zusammenhang haben, zum Teil keinen direkten Zusammenhang. Und genau dann braucht es Beratung, genau dann braucht es eine individuelle Anlagestrategie, die man diszipliniert umsetzt. Und dass man im engen Austausch ist mit den Kunden und dass die Kunden dann auch einem informieren können, wenn sich etwas ändert in ihrer persönlichen Situation. Und eben vielleicht dann Human Advice und nicht ChatGPT Advice in so Krisenmoment. Ja. Genau, absolut. Und, ja, und dann muss man manchmal schon einfach ein bisschen ablassen, die Sorgen. Und dann, ich kann dann auch nicht sagen, ja, es geht dann morgen wieder rauf an den Markt, sondern ich kann dann auch sagen, so ein bisschen das wiederholen, was man in der ruhigen Zeit hat definiert und versuchen, den Kunden abzuholen. Und für uns sicher auch ein wichtiger Punkt in unserer Anlagestrategie. Das hat uns auch im 2022 geholfen, hat uns in der Pandemie geholfen. Wir fokussieren wirklich auf Qualität. Also das ist für uns ein wichtiger Grundsatz, wenn wir die Portfolios zusammenstellen, dass wir wirklich eine hohe Anlagequalität
Qualität haben, sei es im Fixed Income oder auch im Aktienbereich. Wo quasi verschiedene Szenarien verhebt und möglichst stabil. Ja, also so ein bisschen DNA ist so ein bisschen die, dass wenn wir super Jahre haben wie 2021, dort sind wir nicht die Sportlichsten, die dann auch noch auf dieser Marktperformance noch etwas oben drauf packen kann. Und nach oben können wir das aber dann auch viel besser buffern, also dass wir dann dort wirklich gut vorbereitet sind und dass die Portfolios so sturmfest sind, weil man kann es einfach nicht dann noch einen Monat vorher sturmfest machen. Ja, richtig. Weil man hat dann keine Zweifel und sagt, jetzt geht es dann ab. Jetzt kommt der Sturm, ja. Also das ist wirklich eine Qualität, eine Strategie, wo man dann auch eine Taktik rundherum macht. Jawohl. Ja, wir sind schon bald am Ende des Gesprächs. Was würden Sie abschließend sagen, was sind die grössten Sorgen oder was sehen Sie als die grösste Herausforderung vom Schweizer Private Banking heutzutage? Und wie können wir das angehen und lösen? Ja, also es gibt so zwei, drei Faktoren, sicher Kosten. Die müssen wir weiterhin unter Kontrolle haben, möglichst gut im Griff haben. Mit dem hängt natürlich auch die Regulation zusammen. Also dort ist es uns mehr sicher ein Anliegen, dass wir dort, ja, die Regulation irgendwo mit einem gewissen Augenmass macht, auch auf Augenhöhe macht und das auch der Regulator oder die einzelnen Geschäftsmodelle in dem Sinn respektiert und möglichst gut auf das eingeht, dass wir dort anders aufgestellt sind als eine globale Bank beispielsweise. Ja. Und dass wir auch ein anderes Risikoprofil haben, nämlich ein tieferes. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Für uns ist es auch wichtig, an die guten Leute zu kommen. Also ja, das Ergebnis wäre ja unmöglich, wenn man nicht ein starkes Team hätte, das alle dazu beitragen. Wir sind 40 Fachspezialistinnen, Fachspezialisten und wir müssen laufend dafür sorgen, dass wir, ja, wenn wir aufstocken, eben durch das Wachstum, dass wir wirklich an die guten Leute herkommen, dass wir eine höhere Retention haben und wir bilden sehr viele Leute hier aus. Das fällt an bei den Lernenden, das fällt an, geht weiter bei Berufseinsteigern und dass wir die dann auch möglichst lange behalten können. Da gleich noch eine Nachfrage, ist das gleich attraktiv und gleich sexy, wie es vielleicht mal früher war, eine Karriere im Private Banking, oder ist das schwieriger geworden? Ja, ich glaube, Private Banking ist sehr allgemein formuliert. Ich finde, dass es in einer unternehmerischen Bank, wenn wir unterwegs sind, für eine junge, ambitionierte Person sehr interessant ist. Also ich bin mit 30 dazugekommen und ich konnte von Anfang an sehr viel machen, sehr viel Verantwortung annehmen. Und es hat wirklich einen Impact, wenn man etwas dazu beitragen kann, etwas aufbauen und etwas weiterentwickeln kann. Also das finde ich schon. Es braucht einen gewissen Typ von Mitarbeitenden, aber es ist eine grosse Chance. Ja. Finde ich. Und dann ist natürlich die nächste Generation. Ja, das ist auch noch eine Herausforderung, wo wir einfach laufen müssen, Puls sein. Und dann hilft es sicher auch, wenn wir nicht alle 60-jährige Kundenberatende haben. Wir versuchen dort wirklich ein diverses kundenberatendes Portfolio zu haben. Mit Jüngeren, mit Älteren, mit Damen, Herren. Dass wir wirklich dort das anbieten können. Und das ist klar, die Jüngeren wollen ändern. Mit Jüngerem reden, weil halt die Themen schon. Und auch das wird diverser. Ja. Ja, genau. Ja. Prima, Ries, danke vielmals für das Gespräch. Ja. Wir können noch lange weiterreden. Ja, sehr interessant. Danke vielmals. Ja, danke für das Interesse. Merci.